Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Weihnachtsgänse von VPS zum Weihnachtsfest frei Haus. Burgauffahrt fertiggestellt und steckt den Kopf nicht in den Sand. Sandrecycling-Aktion. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Dienstag. Mit der erneuten Schließung von Restaurants, dem Nichtstattfinden von Events und Weihnachtsmärkten, ist nun auch wieder die Branche der Gastronomen und Eventveranstalter besonders hart von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. In den letzten Tagen und Wochen haben wir von den Initiativen rühriger Vertreter dieser Branche berichtet. Heute Vormittag waren wir beim Veranstaltungs- und Partyservice Schwarz zu Gast und haben einmal nachgefragt, wie es derzeit so aussieht. Bei unserem Eintreffen stand der Chef höchstpersönlich in der Küche und war mit dem Zubereiten von Gänsen beschäftigt. Für ein Interview ließ sich Ralf Schwarz dann aber gerne stören. Ja, Ralf Schwarz, es ist kurz vor Weihnachten. Wir haben uns heute bei dir hier in der Hascherstraße 33 getroffen, um einmal zu erfahren, wie das Jahr, das Corona geprägte Jahr, bei euch gelaufen ist. Tja, wie ist das Jahr gelaufen? Es ging schlecht los und hat ganz schlecht aufgehört. Das heißt also, wir haben im März mit dem Ausfall der Spiele der Eispiraten angefangen. Dann ist die komplette Sommersaison für uns ausgefallen, also alle Festivals, Tagesshows komplett weg. Der Aufbau und die Zusammenarbeit mit der Becks hat dieses Jahr dann aufgrund des Ausfalls natürlich nicht gefruchtet. Und dann hatten wir alle die Hoffnung, dass wir vielleicht im Weihnachtsmarkt zumindest wieder was holen können. Aber leider, und auch verständlich muss ich sagen, ist das leider nicht möglich gewesen. Also die Stadt hat uns sehr unterstützt bei der Geschichte Weihnachtsmarkt. Wir haben also extrem lange gewartet. Da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor den Entscheidungsträgern, dass sie das geschafft haben, das so lange rauszuziehen. Aber nachdem dann die aktuellen Corona-Regeln da waren, hat es keinen Sinn mehr gemacht. Wir schauen ein Stück weit zurück. Wir haben uns auf dem Hauptmarkt getroffen. Das war zwischen den beiden Corona-Wellen. Also nach der ersten habt ihr um die Ecke gedacht, habt dort dank der Genehmigung der Stadt, du hast ja die Stadt schon erwähnt, einen Stand aufgemacht, der auch recht gut angenommen worden ist. Ja, also im Sommer logischerweise nicht. Ne? Also das war eine saure Gurkenzeit und dort haben wir auch wirklich gekämpft. Aber alles, was dort im Prinzip an Arbeitsleistung passiert ist von meinen Leuten, brauchte ich nicht aufstocken. Es hat gerade gereicht, sagen wir, um die Betriebskosten und die Lohnkosten zu decken. Aber das ist ja in der Zeit jetzt schon mal ein Vorteil. Also wenn wir jetzt nur einen Anteil an Kurzarbeit haben, ich fülle auf 100%, muss ich den Betrag halt dann nicht auffüllen. Das hilft der Firma natürlich auch weiter. Meine Mitarbeiter haben dort wirklich super mitgezogen, im Wechsel Kurzarbeit und gearbeitet. Das hat wunderbar geklappt. Und ja, jetzt muss man leider zumachen. Wir haben am Montag schon zugemacht, in der weißen Voraussicht, dass ab morgen härtere Regeln generell in Deutschland da sind. Theoretisch hätten wir nur noch auflassen können, aber es macht keinen Sinn. Es sind keine Leute in der Stadt, die Geschäfte sind geschlossen. Für wen soll man aufmachen? Man muss natürlich sagen, dass jetzt in dem Spätherbst wirklich das sehr gut angenommen wurde. Und da danke ich allen Kunden ganz herzlich, dass sie uns aufgesucht haben und uns unterstützt haben. Sie haben natürlich ein gutes Produkt dafür auch gekriegt, das muss man auch sagen. Aber man sieht es an der Resonanz der Leute. Also viele Leute, meine Mädels haben mir halt erzählt, da kommen Leute und bedanken sich nochmal, dass wir da sind, dass wir aufhaben. Die wünschen uns alles Gute, die wünschen uns schöne Weihnachten. Die bedanken sich für den freundlichen Service, für die gute Qualität, die wir dort verkauft haben. Ist schon toll, muss man wirklich sagen. Also ich bin da auch ein kleines bisschen gerührt, muss ich ehrlich sagen. Du standest jetzt selbst in der Küche, als wir gekommen sind. Also ihr macht hier lecker Essen für die Leute. Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie funktioniert das, wer hier etwas abholen möchte oder liefert ihr auch? Wir machen beides, also Abholung und Lieferung. Aktuell noch Lieferung. Am 22. und 23. ist nur Abholung. Das heißt, wir bereiten die ganz Sous-Vide vor. Die ist also 8 und 10 Stunden, je nach Teil, bei uns im Sous-Vide-Bad. Ist dann eigentlich fertig und man muss sie nur noch mal im Backofen erhitzen und noch mal überkrusten und dann hat man die wie frisch gebraten und die ist mega zart. Wer möchte, kann gerne mal auf unsere Facebook-Seite gucken. Wir haben zu 100% positive Resonanz auf unsere Gänseessen.
Dann hoffen wir, dass wir uns nächstes Jahr zum ersten zum Stadtfest wiedersehen, um mal regional zu sprechen. Und zum zweiten natürlich auch an den wunderschönen Weihnachtshütten. Wir haben heute mal im Archiv gekramt. 2018 waren wir schon hier und ihr hattet ja das alles für den Domhof schon vorbereitet. Ne? Ja, wir haben also den ganzen Domhof mit den Hütten, also die Hütten haben wir gebaut, auch für die unterschiedlichen Betreiber dort. Das war ein sehr angenehmer Auftrag, muss ich sagen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit unter uns Kollegen. Bei uns gibt es keine Twistigkeiten oder so. Wir arbeiten gut zusammen und daraufhin durften wir halt diese ganzen Hütten bauen. Das war eine schöne Zusammenarbeit und es ist auch toll geworden, wenn man das Bild sieht, wie das auf dem Domhof steht. Dies ja leider nicht. Aber dann ist das schon ein schönes Bild geworden. Also man belebt damit auch den gesamten Weihnachtsmarkt. Auch in der Außenwirkung, muss man sagen. Also für die touristischen Zwecke ist das natürlich auch ganz gut. Ne? Wenn man dann, umso mehr man Bildmaterial stellen kann, umso schöner das alles aussieht, umso mehr Leute kommen nach Zwickau und das hilft uns allen. Ne? Ralf, dein Wunsch an die Zwickauer, an deine Kunden in diesen etwas anderen Zeiten? Ja, als erstes kann ich allen nur wünschen, dass sie alle gesund bleiben. Wir haben jetzt eine ganz schwierige Zeit. Die Zahlen, die wir hier gerade aktuell haben, die sind jetzt nicht unbedingt berauschend. Und von der Seite her wünsche ich allen Zwickauern, dass sie gesund bleiben. Ich wünsche schöne Weihnachten, auch in dieser, naja, schwierigen Zeit. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, vor allen Dingen Gesundheit. Und dass wir uns alle im neuen Jahr gesund wiedersehen. Und an dich gesagt, würde ich ungern mit dir warten, dass wir uns wiedersehen bis zum Stadtfest, sondern vielleicht noch zur Après-Ski. Falls irgendwann wieder aufgeht und die Möglichkeiten bestehen, planen wir jetzt schon die Après-Ski-Party. Zeitraum ist allerdings nur Februar und März. Also danach werden wir nichts mehr tun. Aber sollte im Februar und März eine Möglichkeit bestehen, dann werden wir die sicherlich nutzen und den Zwickauern mal wieder ein Fest organisieren und hoffen, dass sie alle viel Spaß dran haben. Dann wollten wir nicht länger stören und entließen den Chef wieder in seine Küche. Erfahren haben wir noch, dass man bei VPS die polnischen Hafermastgänse von Christel Knoll, einem im Vogtland ansässigen Unternehmen, bezieht. Wenn Sie es zu diesem Weihnachtsfest etwas leichter haben wollen, dann bestellen Sie doch Ihre Gans bei VPS in der Herschelstraße 33. Damit erhalten Sie ganz sicher den Familienfrieden und dürfen sich auf einen leckeren Festtagsbraten freuen. Der Wechsel in der Geschäftsführung der städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH, SVZ, wurde nun auch mit den erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen untersetzt. Der Aufsichtsrat des kommunalen Unternehmens hat in einer Sitzung am vergangenen Donnerstag sowohl dem Aufhebungsvertrag mit der bisherigen Geschäftsführerin als auch dem Dienstleistungsvertrag zwischen SVZ und ZEV zugestimmt, mit dem Steve Preisner, Mitarbeiter der Energieversorgung, die Geschäftsführung bei den Verkehrsbetrieben übernimmt. Die Behandlung des Themas im Aufsichtsrat war erforderlich, da für die Abberufung und Bestellung von Geschäftsführern zwar der Stadtrat zuständig ist, aber vertragliche Vereinbarungen der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. Dieser folgte am vergangenen Donnerstag einstimmig dem Wunsch der bisherigen Geschäftsführerin, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Gleichzeitig stimmte das Gremium einer vertragsgemäßen Abfindungszahlung zu. Werbung.
Die Mauritius-Kronkorken-Aktion. Jetzt mitmachen und sich den Zwickauer Trabi-Freund holen. 100 blaue Winterbier-Kronkorken sammeln und gegen das 15. Mauritius-Räuchermännchen eintauschen. Zwickauer Mauritius, ein Schluck Heimat. Fit-Tipps in Zeiten von Corona. Der Sportpark Zwickau weiß, wie es geht. Schalten Sie ein bei TV Westsachsen und machen Sie mit. Wir bieten allen, die daheim bleiben müssen, täglich aktuell das perfekte Sportprogramm, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Fit-Tipps in Zeiten von Corona. Eine Gemeinschaftsproduktion des Sportparks Zwickau mit TV Westsachsen. Herzlich willkommen bei Rekomöbel, Ihr Einrichtungspartner im Erzgebirge. Bei uns finden Sie alles über Wohnen, Küche und Schlafen. Unsere familiäre Atmosphäre, unsere Kundennähe und unsere Schnelligkeit zeichnen unser Haus aus. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns doch mal in Stolberg. Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir danken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie auch im nächsten Jahr bei uns begrüßen zu dürfen. Rekomöbel. Wir lieben Möbel. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. In Mühlau wird gebaut, schnell und gut. So wurde Ende November erst eine umfangreiche Baumaßnahme abgeschlossen. Die Brücke Karl-Marx-Ring wurde übergeben und am vergangenen Freitag war die Auffahrt zur Burg Mühlau fertiggestellt, eine Woche früher als geplant. Die Übergabe erfolgte natürlich mit dem Durchschneiden eines Bandes. Oberbürgermeister Raphael Kürzinger war sehr zufrieden mit der Planung und der Ausführung der Baumaßnahme. Ich muss sagen, 394.000 Euro Baukosten. Mit einer 80%igen Förderung, da haben wir wieder einiges nach Mühlau geschafft. Wir haben wieder ein Stück weit was hergestellt und ich denke mal eine würdige Auffahrt zur Burg geschaffen. Ne? Muss man mal auch so sagen, vielen Dank an die Planer, vielen Dank an die Bauausführenden. Ich sage es ja immer wieder, wenn man blaue Bagger sieht, weiß man, dass Qualität geliefert wird. Ne? Insofern auch nochmal Dankeschön an die Firma, wie gesagt, hoch im Tiefbau Reichenbach. Ja, 134 Meter lang ist die Burgeinfahrt. 17. August war Baubeginn. Ja, und wir haben jetzt eine Woche vorfristig sozusagen den Bau fertigstellen können. Auch Gisela Beck, Ortsvorsteherin von Mühlau, freut sich über die neue Auffahrt. Ja, mich freut es ganz besonders, weil es schon viele, viele Jahre, mindestens 10 Jahre gedauert hat, bis wir den Burgberg oder die Burg, die Straße zur Burg wieder so herrichten können, dass sie wieder begehbar ist. Und es freut mich besonders sehr, dass wir es eine Woche vorher noch fertigstellen konnten, wie es im Plan war und dass es ohne große Komplikationen stattgefunden hat. Leider mussten 2 Bäume fallen für diese Maßnahme, aber ich denke, das ist zu verkraften, dass die anderen Bäume wenigstens bei der Gelegenheit stehen bleiben konnten. Die Baumaßnahme wurde die ganze Zeit über genau beobachtet. Nadine Holech, die stellvertretende Museumsleiterin der Burg Mühlau, verfolgte das Geschehen im Auftrag des Landesamtes für Archäologie als Grabungsleiterin.
Das ist hier eine der bedeutendsten Burgen im Vogtland. Es ist die am besten erhaltene Burganlage des sächsischen Vogtlandes. Und da ist es natürlich klar, wenn im Vorfeld eine Baumaßnahme geschieht, also im unmittelbaren Bereich der Burg, dass dann auch die Archäologen natürlich gucken, ob sich neue Erkenntnisse über die Baugeschichte und überhaupt über die Besiedlungsgeschichte des Gebietes hier ergeben. Ja, das Schauen hat sich auch wirklich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Also im unmittelbaren Straßenbereich, wo ich den Kanalbau begleitet habe, da war es so, dass es, so wie wir im Vorfeld das schon uns gedacht haben, hauptsächlich Auffüllschichten zutage getreten sind. Da ist dann ein bunter Mix aus Funden vom 14. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert, hauptsächlich alte Keramikscherben gefunden worden. Aber was wir nicht vermutet haben und was besonders spannend und für die Baugeschichte der Burg sehr, sehr interessant ist und auch viele neue Erkenntnisse liefert, ist, dass wir in diesem Bereich hier den Rest einer Mauer gefunden haben. Die war in einem orangen Lehm gesetzt und bestand, genauso wie wir das hier in dem Bereich schon sehen, aus Bruchsteinen, die hier auch lokal anstehen. Wenn man hier rüber schaut, war das im Prinzip die Verlängerung dieses Burggrabens als Wall, als Vorfeldbefestigung zur Burg. Ich gehe davon aus, dass diese Befestigung oder der Ausbau der Befestigung im Spannungsfeld mit Auseinandersetzungen des Burgherren, der kaiserlich war, mit den Vögten in der Zeit 14. Jahrhundert, Mitte 14. Jahrhundert zu tun hat. Die Mauer ist für jeden sichtbar. Wie steht es mit den anderen Dingen, die gefunden wurden? Ja, also ich hoffe sehr, dass wir die als Sonderausstellung in meiner Funktion hier auf der Burg Mühlau im Museum als Ausstellung den Mühlauern und allen Interessierten, natürlich auch den Reichenbachern, präsentieren können. Und wenn es dann die Zeiten wieder gegeben sind, auch mal ausführliche Literaturrecherchen zu betreiben, möchte ich natürlich auch gerne noch ein bisschen was zu dem Befund der Mauer an sich dem Publikum präsentieren. Keine Frage, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Nach einem Winter folgt der Frühling und der Sommer. Spätestens in dieser Jahreszeit freut man sich aufs Badengehen. Die Koberbachtalsperre ist ein beliebtes Ziel und bietet jede Menge Badespaß. Doch dafür müssen auch Voraussetzungen geschaffen werden. So fand heute im Strandbad der Talsperre eine Sandrecycling-Aktion statt. Dies ist in regelmäßigen Abständen notwendig, um für die kommende Badesaison den Sandstrand wieder aufzubereiten. Kurz vor 9 Uhr treffen die ersten Akteure am Strandbad ein. Wir führen heute eine Weihnachtsaktion durch. Wir möchten uns also eingliedern in die Aktivitäten der Gewerbetreibenden der Stadt Werdau und möchten hier an der Koberbachtalsperre etwas mit einer längeren und mit einer nachhaltigeren Wirkung bringen. Wir führen durch eine Aktion, die bezeichnen wir als Steck den Kopf nicht in den Sand. Wir recyceln hier Sand für die nächste Saison unseres Strandbades. Hoffen natürlich, dass das alles so läuft, mindestens so gut wie in diesem Jahr 2020. Die Schwierigkeiten sind allen hinlänglich bekannt. Und wir haben gesagt, okay, wir sponsern diese Sandrecycling-Aktion. Die Firma Gartencenter Heuschke, gerade eingetroffen mit der Baggertechnik, und die Firma Sportspezial, die Tauchschule. Kaum war der Bagger vom Auflieger gefahren, ging es auch schon nahtlos an den Strand und an die Arbeit. Wir wollen heute den Strand, der über das Jahr hinab in die Kober abgeglitten ist, wieder etwas hochholen Richtung Liegewiese und dann ja, die restlichen Monate, Wochen bis zur Baderöffnung nutzen, um dann den Strand wieder etwas auszuwündern und natürlich wieder ansehnlicher zu machen. Die letzte Aktion war 2016, also nun auch schon wieder 4 Jahre her. Mittels Baggerschaufel holt man den ufernahen Sand wieder weiter nach oben. Ist das heute zu schaffen? Also es ist immer schwierig zu sagen bei so einem großen Projekt, wie lange es wirklich dauert. Aber ich hoffe, dass wir dann gegen Mittag schon ein ordentliches Ergebnis sehen. Wie sah das Jahr 2020 an der Koberbachtalsperre aus? Ja, natürlich hat es auch bei uns an der Koberbachtalsperre gewaltig eingeschlagen. Die ganze Geschichte rund um den Coronavirus hat
hat uns auch tüchtig in Atem gehalten. Es war ein starkes Leben von der Hand in den Mund, also sehr hoch und runter. Und wir konnten zum Glück das Strandbad aufhalten und über lange Zeit auch den Badebetrieb einigermaßen normal durchführen. Die Badesaison ist längst vorbei. Was für Arbeiten müssen jetzt noch erledigt werden? Ja, Sie müssen sich vorstellen, wie in einer großen Gartensparte oder in einem Campingplatz werden auch hier die Medien teilweise abgestellt. Es werden die Verschlusssicherheiten hergestellt, also die Türen zugemacht. Und ja, ein paar Streicharbeiten, ein paar Aufhübscharbeiten sind immer zu tun. So eine Saison hinterlässt natürlich die Spuren. Und dann müssen natürlich, wie Sie im Hintergrund zum Beispiel sehen, auch die Boote vom Bootsverleih an Land gebracht werden, etc. Also es hält uns schon ganz schön in Atem. Auch die Sandrecycling-Aktion hielt die Männer in Atem, denn hier wurde im wahrsten Sinne des Wortes Hand angelegt. Hier in der Aktion sehen wir Andreas Osse, den Betreiber des Autokinos an der Talsperre. Gemeinsam geht es besser und alle Akteure vereinte bei der Arbeit die Vorfreude auf eine hoffentlich ungetrübte Badesaison 2021. Ronny Enke drückte uns beim Abschied noch einen Flyer in die Hand. 25. und 26. Juni 2021, 11. Koberbachtal-Triathlon. Wir sehen uns. Werbung. Der TV Westsachsen Adventskalender. Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Auch wenn in diesem Jahr alles ein bisschen anders ist, sollen Momente des Glücks und der Freude nicht fehlen. TV Westsachsen verschenkt gemeinsam mit seinen Partnern Glücksmomente in Form eines Adventskalenders. Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich täglich um 19 Uhr ein Türchen mit Überraschungen. Der TV Westsachsen Adventskalender für einen Lichtblick auch in schweren Zeiten. Ich meine, wir können ja nicht schon alles im Backoffice machen und dann noch den Frontoffice-Kram. Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Aber afrikanischer Robusta ist wirklich wow. Das Auto ist echt komfortabel, aber noch besser wäre es elektrisch, weil Elektrofahrzeuge heutzutage einfach so beeindruckend. Komfort genießt man noch besser, wenn es still ist. Der neue Citroën C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid. Ab jetzt bei Ihrem Händler. Citroën. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Nur das Beste für zu Hause. Zurzeit ab 19,50 Euro im Monat. Denn wir geben den Mehrwertsteuervorteil weiter. Jetzt auf pure.com. Homecare-Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Homecare-Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region.
Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Trotz Corona, Weihnachten kommt bestimmt. Verschenken Sie Verwöhnmomente und bestellen Sie Ihren Gutschein auch online oder per Telefon. Wir beraten Sie gern und senden Ihnen Ihren Gutschein ganz bequem nach Hause. Ihr Team vom Terravel in Johannisbad. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch am Mittwoch bleibt uns diese trübe Wetterlage erhalten. Den ganzen Tag über dominieren Wolken den Westsachsenhimmel. Die Tageshöchstwerte liegen um die 10 Grad. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Am Donnerstag reißt der Himmel auf. Bei einem leicht bögen Wind kämpft sich die Sonne immer wieder durch die Wolken. Das Thermometer klettert bis auf 8 Grad. Am Freitag legt sich der Wind. Nach einem Sonne-Wolken-Mix zu Beginn des Tages kann am Nachmittag ungetrübt die Sonne scheinen. Die Temperaturen liegen dann bei um die 8 Grad. Auch zum Start ins Wochenende bleibt uns diese freundliche Wetterlage erhalten. Bei Tageshöchstwerten um die 10 Grad dürfen wir uns auf eine Sonnenscheindauer von 5 Stunden freuen. Das Thermometer klettert nochmals auf frühlingshafte Werte um die 10 Grad. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Dienstag. Ich bedanke mich fürs Einschalten, freue mich, Sie auch morgen hier wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen jetzt noch einen erholsamen und ruhigen Abend. In diesem Sinne, bis morgen an gleicher Stelle. Machen Sie es gut.